In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte ein kleiner, etwa vierjähriger Junge wiederholt ein ganz besonderes Erlebnis. Er läuft über eine weite Wiese, während in der Ferne ein Zug vorbeifährt. Ich zitiere: "Ganz leere Wiese, nur der Zug am Horizont. Gar nicht mal so weit, aber in dem Augenblick bildet er den Horizont als Linie. Der Zug hält an, es steigt ein Herr aus, ganz schwarz gekleidet, mit einem Zylinder auf, kommt auf mich zu und sagt: Ich habe es versucht mit meinen Mitteln, versuche du es nur aus deinen Mitteln. Das war alles." Zitat Ende. Der kleine Junge war Josef Beuys, der schwarz gekleidete Herr mit dem Zylinder war Rudolf Steiner. Wie Beuys Jahrzehnte später berichtete, er ging damals von Steiner, Zitat: "Der Auftrag an mich, auf meine Weise den Menschen die Entfremdung und das Misstrauen gegenüber dem Übersinnlichen nach und nach wegzuräumen." Die große Leistung Steiners ist es gewesen, gar nichts erfunden zu haben, sondern nur aus der unendlich gesteigerten Wahrnehmung heraus vorgetragen zu haben, was des Menschen höhere Sehnsucht ist, wenn er es auch noch nicht weiß. Und dann fährt Beuys fort: "Behutsamkeit, Indirektheit, Unmerklichkeit, oft auch Antitechniken, sind meine Möglichkeiten." Behutsamkeit, Indirektheit, Unmerklichkeit, oft auch Antitechniken, sind meine Möglichkeiten. Um diesen Satz, mit dem Beuys sein eigenes Wirken charakterisiert, wirklich zu verstehen, muss man allerdings wissen, dass er damit Kierkegaard zitiert.